Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Da haben wir hier noch viel. Riesenrad. Teich. Und den Spielplatz. Und das ist allgemeine Spielplatz. Dann findest du noch drei Sachen. Wie geht's dir, Edna? Psst, später, Harvey. Wir müssen dich herausbekommen. Psst, später, Harvey. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Alfred, die blöde Kuh, ey. Ist ein Zirkus in der Stadt. Was sagst du? Ein echter Zirkus? Herr Hornbusch, Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank, verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Okay. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Okay. Da ist ein Loch im Schrank. Psst. Erinnerst du dich an den Schädel? Psst, später, Harvey. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Psst, später, Harvey. Mathe ist ätzend, lass uns abhauen. Psst, später, Harvey. Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mathis dir zu Ostern geschenkt hat. Psst, später, Harvey. Du hast ihm das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch! Reiß dich zu... Gekichern darfst du. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Später, Harvey. Edna, Edna, Edna! Sie haben ein Karussell! Ich liebe Karussells. Langsam wird dieser Unterricht zur Folter. Herr Hornbusch! Edna führt... Ich kann mich gar nicht... Ich muss doch... Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna! Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank! Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Edna, Edna, Edna! Es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis? So wie es aussieht, haben die da alles! Oh, ich könnte sterben für ein Eis. Herr Horn, Edna, ich kann... Edna! Das war's! Das Maß ist voll! Du kommst jetzt in den Schrank! Na los! Beweg dich! Aber... Keine Widerrede! Sehr gut. Na, erstmal mit den anderen, die Edna, anderen Sachen. Edna, Edna! Es gibt sogar ein Riesenrad! Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Edna, Edna, Edna! Die Badesaison hat begonnen! Ganz toll. Edna, Edna, Edna! Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche! Ganz toll. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Soll zum Loch gehen? Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht,
Und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Und jetzt? Wir könnten doch wieder den Schädel mit Plackerfarben anmalen. Dazu müsste ich zuallererst ein... Was ist das für ein Zettel in deiner Schultasche? Der ist nicht weiter wichtig. Mein Vater hat heute Morgen wieder einmal vergessen, mein Frühstück rauszustellen. Das mit dem Brief ist wirklich seltsam, oder? Du sagst es, Harvey. Und jetzt? Hä? Alfred. Karte. Oh! Oh, ne. Spielplatz, Zirkus, Karussell, Eisbude, Riesenrad. Reich. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Nein, nicht Edna. Wie geht's dir, Edna? Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters? Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Sehr gut. Dann können wir jetzt nach oben gehen und auf Dr. Marcells Diplom hinaufgucken so. Und hinaufgucken, raufgucken. Hinaufgucken? Gibt es das Wort überhaupt? Raufgucken und seine Unterschrift fälschen, denke ich mal. Haben wir die Fähigkeit jetzt? Ja, haben wir. Achso. Ja. Aber das Husten tut mir so leid, Leute, ne? Es tut mir so leid. So, Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später. Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Was? Alles klar? Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Alles, Ich sag dazu nichts. Einfach die komplette, das komplette Büro vollgeschrieben. Alles klar. Alles klar. So, wir können jetzt aber an der Therapie teilnehmen, ne? Das werden wir auch gleich mal machen.
Diese Blase habe ich halt immer noch nicht raus. Ich denke, wir müssen halt erst noch andere Dinge erledigen, bevor wir Blase irgendwie dazu bringen können, auf Klo zu gehen. Ja. Wo war das lang? Hier lang, ne? In die Küche. Ja, genau. Und dann hier lang. So. Sehr interessant, Herr Poki. Und alles sagt mir schon mal. Hören Sie mir, selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter. Warten Sie eine. Ja, bitte, kommen Sie doch. Das hier ist die Gruppentherapie. Wissen wir. Ja, und da sind wir schon in der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da wir in der Postmoderne sind, war das quasi eine Pflicht, selbstreferenzielle Inhalte in das Spiel einzufliegen. Und entsprechend sitze ich hier in dieser Therapiegruppe und raufe mir die Haare und jammere darüber, wie stressig es war, dieses Spiel zu erstellen. Man sieht mich allerdings nur von hinten. Das liegt auch daran, dass ich ein Gesicht habe, das sich einfach nicht zeichnen lässt. Ich sehe auch auf allen Fotos immer unterschiedlich aus, die man von mir schießt. Manchmal ist irgendwie so ein schmieriger Film drüber. Fotos von mir macht. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Ja, besonders freut mich natürlich, dass hier noch Teammitglieder aus dem originalen Aetna-Staff zu sehen sind, die halt größtenteils eben auch noch mit an Aetna gearbeitet haben, bevor Dedelic überhaupt gegründet wurde. Hier auf der linken Seite ist Olaf, der allerdings auch eine Zeit lang Lead-Programmer bei Dedelic war. Das ist ein bisschen fies, dass ich ihn mit zerrissenem Hemdsärmel gezeichnet habe. Er hat sich einfach, glaube ich, in den Tagen irgendwann mal den Hemdsärmel aufgerissen und ist mit diesem Hemd so rumgelaufen und ich habe das gleich ins Spiel mit übernommen. Normalerweise läuft er natürlich mit vollkommen intakten Hemden rum. Hier vorne mit dem roten Pullover, das ist Felix, ebenfalls ein sehr begnadeter Programmierer. Also ich hatte ja insgesamt wenig Hilfe, aber Gott sei Dank bei der Engine, da haben mir der Olaf und der Felix sehr viel geholfen. Und im Hintergrund die beiden Gestalten, das sind auch Programmierer, von denen ich noch nicht mal mehr die Namen, die haben halt sehr kurz nur an dem Projekt mit dran gearbeitet. Stefan hieß der Linke und der Rechte, an dessen Namen erinnere ich mich bestimmt auch noch, wenn ich einmal irgendwann ausschlafe. Das war auch 6 Jahre her, einfach nur kurz dabei. Vorne rechts allerdings, der René, der hat mir viel bei der Story geholfen und hat auch noch lange Zeit bei Dedelic als Game Designer gearbeitet, hat unter anderem bei New Beginning mitgearbeitet, aber eben auch ganz entscheidend bei Harveys Neue Augen, Anderthalb Ritter und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hat er offensichtlich noch extrem lange Koteletten getragen. Das sollte er mal wieder machen. Sieht gut aus, René. Also, wenn du das hörst, Koteletten, top. Das ist ja mal nice zu wissen hier. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Na gut, dann machen wir doch besser da weiter, wo wir aufgehört haben. Poki, stellen Sie sich nochmal vor? Ja, na gut. Also ich bin Poki und ich war so wahnsinnig zu glauben, ich könnte ein Computer-Adventure-Spiel in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen und in der Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn es ein Huhn gewesen wäre? Ocker. Ocker? So. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Das soll die Therapie sein? Probier's aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn's sein muss. Hallo, Gruppe. Ah. Scheiße. Moment, Leute. Ich probiere. Ich hab grad eben hier. Oh lol. Vollbild, warum auch immer. Okay, nein, das mache ich gleich. Ich muss erstmal gucken. Wir nehmen einmal Droggebecher.
Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ja, genau das meine ich. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Im Keller? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Mokka-Oktarin getupft. Mokka-Oktarin getupft. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn sie nicht mitarbeiten, kann ich sie auch nicht therapieren. Die sollten okay. Jetzt lieber gehen. Nein! Ha, wer braucht die schon? Okay. So, und jetzt wollte ich nämlich einmal kurz das Video mit dem Part angucken, wo wir die ganzen Akten durchgelesen haben. Also nicht den ganzen Part angucken, sondern nur, wo irgendwas drin stand mit irgendwem. Deswegen. Das finde ich gut, ne? Ist geil, wenn ich das während des Videos mache. Und es halt Ewigkeiten braucht, überhaupt geladen zu werden, merke ich gerade. Hallo Römer. Nice. Achso. Nein. Wo war das denn? Okay. So, ich wollte Droggelbecher mir angucken. Droggelbecher haben wir als letztes gemacht, ne? Adri. Ne, Droggelbecher, da. Name Droggelbecher. Grüner Hund. Und immer als drittes. Okay. Das sagen wir denn jetzt mal. Wie gesagt, ich hab keinen Bock, immer hin und her zu laufen. Deswegen machen wir das einfach mal so, dass ich das Video halt angucke. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Wollen Sie sich... Darum sehr gut. Okay. Wären Sie doch bitte so froh. Was denn? Noch ein? Ich bin der Droggelbecher. Droggelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine... Immer als drittes gewählt. Ich wurde bei... Als drittes. Kommen wir zur nächsten. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Oh, what? What? Droggelbecher hat den grünen Hund. Schwarzes Pony. Hatte nicht irgendwer einen Goldfisch? Adrian. Rote Katze. Okay. Roti. Gelbe Ratte. Droggelbecher, grüner Hund. Und Peter. Blau. Blauer Goldfisch. Okay. Blau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Mit Ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen Sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Oh, ich bin baff. Oh. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Okay. Das ist schlecht. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten... Darum bin ich hier. Wir gehen alles einmal durch, wie es aussieht. Okay, Droggelbecher hatten wir schon mal. Ich mach mal... Flatula Buselgarn. Was ist das denn? Edna Konrad. Ja, ich... Erzählen Sie doch... Im Keller. Kommen wir zunächst. Was für eine Farbe? Mokka. Mokka. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze... Ja, schade, okay. Bei Edna können wir also nichts machen. Alles klar. Dann müssen wir wirklich die anderen Sachen... Ich glaube, wir müssen depressiv werden. Oh, das klingt so doof. Es tut mir leid. Ich glaube, wir müssen... 30. Die Antworten von Peter erzählen. Darum ist... Wären Sie doch bitte... Wir sind Peter. Ich bin Peter. Erzählen Sie doch bitte ein... Peter wurde als... immer als...
Mein Name ist Peter, Goldfisch und als Vorletztes. Ich wurde beim als Vorletztes. Kommen wir zunächst. Was für eine Farbe hätte Ihr Haus? Ratte, was war denn Ratte? Wer hatte denn eine Ratte? Ach Mensch. Grüner Hund. Gelbe Ratte, okay. Es tut mir halt leid, dass ich das zwischendurch immer nachgucke, Leute. Gelb. Aber... Gelb. So, der Fall ist, Sie leiden an einer manischen Depression. Diese Depression wird durch die Tatsache, dass Sie heute Geburtstag haben, verstärkt. Wahrscheinlich rührt Ihre negative Einstellung daher, dass einst bei einem Badeausflug nach Helgoland Ihre Sandburg durch einen Kometen zerstört wurde. Seitdem glauben Sie, die Welt sei gegen Sie. Das war's. Sie sind geheilt. Sie können gehen. Was hat uns das jetzt gebracht? Oh, ich bin Harvey? Keine, nicht wirst. Moment, vielleicht Adrian. Adrian! Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.